Moin, moin und hallo. Das ist, glaube ich, eine Begrüßung von einem anderen YouTuber, aber egal. So, ich zeige euch heute mal, wie man eine Tür macht, die automatisch auf und zu geht, wenn man denn da vorbeiläuft. Und zwar machen wir da jetzt einfach mal ganz grob eine Riesentür. Wie gesagt, Tutorials wollen wir nicht mehr so lange machen. Insofern, pup, pup. So. Einfach mal ganz, ganz grob Tür machen. Ihr wisst, ihr könnt es natürlich gerne auch alles wesentlich schöner machen. So, neues Objekt. Jetzt brauchen wir die Tür an sich. Ah, was mache ich hier? So. Unsere Tür hier einmal so präzises anpassen. Das passt soweit, würde ich sagen. So, und dann ist so eine Tür ja meist an so einem Türrahmen eher so. Ne? Okay, soweit so gut. Jetzt brauchen wir als nächstes einen Kolben, einen Bolzen. Und den stecken wir als erstes an das feste Objekt, das fest bleiben soll. Und als nächstes an das bewegliche Objekt. Dann nehmen wir nochmal den Ausrichter, denn wir wollen, ne, so, dass er exakt hier ist. Und nun können wir unsere Tür auch schon bewegen. Im besten Fall nehmen wir da natürlich zwei Bolzen. Auch da nehme ich mal wieder den präzises Bewegen. Markiere mal alle, beziehungsweise er markiert ja eigentlich auch so schon. Und machen einmal unten fest und einmal oben. Weil ansonsten, manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Dinger auch ganz gerne mal, kann man nicht kopieren, dass diese Bolzen ganz gerne auch mal die Tür aus der Angel heben. Also, so ist denn der ist blau. Komisch. Schon gerade. So, als nächstes stellen wir jetzt hier nochmal den Winkel ein. Wie weit darf denn unsere Tür zum Beispiel aufgehen, auf und zugehen? Da ist auch immer wichtig zu wissen, dieser große Bolzen ist die aktuelle Position. Da nehmen wir natürlich jetzt hier, wo die Tür ungefähr ist und sagen, die darf so weit aufgehen und oder wir machen mal hier 180 Grad. So. Und das gleiche machen wir hier unten auch nochmal. Sagen den Winkel. 180 Grad. Und dann drehen wir das einmal. Ups. Ups. Ach, mit R2. Na klar. R2. Drehen das einmal so. Und so. Und packen ihn wieder an die aktuelle Position, wo die Tür ist. So, und jetzt haben wir schon unsere Tür. Jetzt können wir ihn praktisch so und so bewegen. Genau, wir sehen schon hier folgendes Problem. Irgendwie zieht diese Tür, zieht es da raus. Was wir jetzt machen könnten eventuell ist zu sagen, ja okay, die beiden sind in einer Gruppe. Zieht ihn trotzdem raus. Okay, was kann man da machen? Wir gucken mal, schnell Problem lösen.
Und zwar denke ich. Platzieren wir mal wieder standardmäßig. Er zieht sich hoch. Dann sollte vielleicht. Kollidierbar mit verbundenem? Nein. Aber vielleicht darf dieses Objekt hier. Ich sag mal, der Türrahmen ist nicht kollidierbar. Trotzdem so. Die Tür ist kollidierbar und beweglich, aber nur mit Freund. Beziehungsweise die Etikette ist Freund. Und er kollidiert, aber doch, er muss mit Freund kollidieren. Moment. Er kollidiert mit Freund, aber mit sonst nichts. Seine Etikette ist, wir machen jetzt einfach mal Objekt. Er zieht ihn aus der Angel. Ja gut, Problem gefunden. Moment. Er steckt nämlich im Boden noch. Ihr seht, er ist hier noch so ein bisschen. Das machen wir jetzt mal so. Und jetzt können wir nämlich. Jetzt geht es. Okay, na klar, die Tür darf nicht im Boden stecken. Und jetzt funktioniert auch alles wunderbar. Jetzt kann ich ihn hier auf und zu bewegen. So, als nächstes packen wir auf die Tür einen Mikrochip. In diesen Mikrochip packen wir jetzt rein eine Auslösezone. Diese Auslösezone platzieren wir so, dass ja, ich sag mal, die Tür schön abgedeckt ist, einmal komplett, so dass er halt auch erkennt, wann wir durch diese Tür wollen. Die kann dann auch ruhig ein bisschen breiter sein, die Triggerzone, weil er soll jetzt triggern, wann wir, ja, wann er die Tür öffnen soll. So. Wichtig ist, ich möchte jetzt, dass die Tür in diese Richtung aufgeht, also in die Richtung, wo mein Mann steht. Und zwar immer, dass halt dort die Entfernung etwas länger ist von der Triggerzone, denn sonst kommt uns die Tür entgegen, schiebt uns weg, das wollen wir ja nicht. Die kann ruhig hier etwas größer sein. Auf der anderen Seite wollen wir ja hier erst ranlaufen und die Tür geht praktisch nach da auf und dann können wir durchlaufen. Da muss es jetzt nicht so weit sein, ne? So, soweit so gut. Als nächstes kommt ein Schlüsselbild. Und hiermit bewegen wir die Tür so. Einfach aufschieben und sagen, wenn wir die Triggerzone erreichen, soll die Tür aufgehen und sagen wir, die Tür braucht dafür eine Sekunde zum Aufmachen, eine Sekunde zum Zumachen. Und jetzt müsste eigentlich, wenn wir spielen, die Tür aufgehen und wieder zugehen. Vielleicht muss ich auch noch einstellen bei diesen Gelenken. Moment. Strafweit, das heißt, die Fähigkeit, die Verbindung zu widerstehen, bei sehr niedrig fährt, lassen sie sich sehr leicht bewegen. Und bei sehr schwer lassen sie sich sehr schwer bewegen. So, denn. Ups. Ne, Moment. Auch wieder müssen wir schon wieder das Rätsel lösen hier. Dann machen wir mal die Federkraft hoch. Das ist wahrscheinlich eher sinnvoller. Sieht schon besser aus. Die Tür wird nicht mehr so komisch weggehoben. Aber sie vibriert so ganz seltsam. Und das verwirrt mich. Die Frage ist, wieso? Die Auslösezone passt. Aufzuspüren ist der Controller-Sensor. Das ist richtig. Und aufzuspüren ist Feind, Freund, bla bla bla. Nee, wir wollen nur, dass der Freund aufzuspüren ist. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Die Tür haben wir gemacht als Maschine. Nun wollen wir, unser Männchen ist aber ein Freund. Und geht es vielleicht dann? Normalerweise müsste er nämlich komplett auf 100% Kraft, volle Kraft gehen. Vielleicht wollen wir auch die Glättung nicht. Probieren es, wenn wir so machen.
Ha. Wenn man einmal was zeigen, geht alles schief. Und zack, ist das Video nicht mal nur noch kurz. Ich verstehe dieses Problem gerade überhaupt gar nicht. Wir haben hier eine Auslösezone. Diese Auslösezone findet unsere Figur. Ach, ja, guck mal. Okay, ja, verstanden. Dann machen wir die Auslösezone halt nicht an die Tür ran, sondern... Okay, ja, ich habe das Problem gefunden. Dadurch, dass die Auslösezone an der Tür dran war, hat er natürlich die Auslösezone auch verschoben. Also versteht ihr, wie ich meine? Denn... So hier wollten wir es haben. Und soweit ist auch richtig. Aber wenn dann die Tür aufgeht, war die Auslösezone so. Hat uns nicht mehr erkannt und dadurch ging die Tür immer ganz schnell auf und zu. Okay, gut, dann machen wir die Auslösezone nicht in die Tür rein. Ich dachte, das kann man einfach machen. Dann befestigt ihr das am besten einfach an den Türrahmen. Denn wenn ich jetzt die Auslösezone an der Tür, am Türrahmen befestige, dann geht es auch. So. Platzieren uns die Auslösezone nochmal so, wie wir sie brauchen. Ach man, ich vergesse immer, dass wenn ich wieder rausgehe, dass dann diese, dass ich die dann nicht mehr bewegen kann. So, und jetzt funktioniert's. Tür geht auf. Tür geht zu. Tür geht auf. Tür geht zu. So, jetzt können wir nämlich auch wieder hier die Sekunden hochschrauben. Von mir ist 1,5 Sekunden. Jetzt könnte man noch sagen, in der Tür möchte ich auch noch, dass ein Sound drin ist, wenn die Tür aufgeht. Dafür brauchen wir dann einen, ich glaube, Rotationssensor. Und einen Sound. So, muss ich gerade gucken. Da, Sound. Instrument suchen. Ne, wir suchen ein Dings. Door. So, nehmen wir einfach mal den und sagen. So. Und so funktioniert so ein Mechanismus. So kann man einfach eine Tür auf und zu machen. So, soweit, so gut. Das war es dann jetzt im Grunde. Und dann bin ich fertig. Genau. Alles klar. Viel Spaß mit der. So, mit der Tür. Tschüss. Irgendwie komisch jetzt zu so kurz. Aber ist gut. Ist, glaube ich, besser für alle so. Alles klar. Bis dann. Tschüss.